Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal ist wieder ein sehr ernsthaftes Thema, denn viele von euch wollen, dass ich mit YouTube aufhöre, aber das wird nicht passieren. Solange ich kann, werde ich weiterhin Videos produzieren. Und es ist mir egal, ob ich da dann beschimpft werde oder so. Denn schließlich gibt es ja die sogenannte Blockierfunktion. Leider gingen manche von euch, ich nenne da jetzt keine Namen, schon so weit, dass sie deswegen meine Geräte manipuliert haben. Und zwar heute wollte ich mir eine meiner Lieblingsserien anschauen und dann wurde die Webseite neu gestartet und wieder ganz andere Folge aufgerufen. Ich weiß, wer das war. Und ich bin so fair und nenne keinen Namen auf YouTube, weil das tut man nämlich nicht. Aber ich möchte die Personen warnen, wenn die das nur öfters machen, dann sitzt sie einen heftigen Hate. Und dann werden sämtliche eurer Seiten in die sozialen Netzwerke überall gesperrt. Und ich kann dafür sorgen, wenn ich will. Und ich werde auch dafür sorgen. Denn sowas muss man nicht gefallen lassen. Und es werden immer wieder Angriffe auf meine Geräte gemacht. Inklusive auf die Oculus Quest. Und ich habe mich einmal bei der Firma erkundigt und die haben gesagt, das sind eindeutige Cyberattacken. Die Leute, die sowas machen, sind scheinbar in der Realität nicht befriedigt und müssen einen Frust auf diese Art und Weise herauslassen. Solche Leute sind einfach nur, wie soll ich sagen, dumm. Weil sie, also boshaft und dumm. Die sind vom Hirn her scheinbar irgendwo zwischen 5 und 10 Jahren stecken geblieben. Für solche Leute gibt es eigentlich nur mehr eine Station, nämlich die Irrenanstalt. Und da kommen die leider mal hin. Wenn ihr auch so ein Erlebnis schon mal gehabt habt, dass euch das immer wieder passiert ist, was mir passiert ist, dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ach ja, und nur mal zur Info an euch. Ich bin derzeit im Krankenstand. Aber ich werde weiterhin Videos produzieren, weil das macht mir Spaß. Ich werde es veröffentlichen, so wie dies da jetzt gerade. Heute ist Dienstag. Und ich werde nicht damit aufhören. Auf gar keinen Fall. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was euch das Video anschaut. Lasst euch von so boshaften Menschen, die andere Geräte manipulieren und Hates unter die Kommentare schreiben, nicht verunsichern, macht euch ein Ding weiter wie bisher. Aber stützt euch nicht mit einer auf eurer Stufen, macht es nicht dasselbe wie sie, weil dadurch fühlen sie sich nur bestätigt und irgendwann einmal werden schon eine gerechte Strafe kriegen. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was euch das Video anschaut. Danke fürs Zuschauen. Kanal abonnieren nicht vergessen, wenn ihr wollt. Da würde ich mich auch sehr freuen. Und auch bitte aktiviert die Glocke, damit morgen, oder wenn ihr heute das nächste, ja, morgen kommt das nächste Video raus, damit ihr es auch nicht verpasst.
Bitte bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen, euer Mike.